you talking to me? Talk to her. Okay, okay. Okay. Da ist noch ein Foto, was wir ansehen können. Familienfoto. Jeez, Amanda has a huge family. Wonder what that's like. Okay, hmm. 3 pickup lines. That's enough material, right? Okay. Just talk to her, Max. Oh Gott, sind wir bereit? Sind wir bereit? Sind wir bereit, Max? Wir sind bereit, oder? Wir sind bereit. Ja, wir sind bereit. Single break all shift. My bladder's about to explode. Go pee. You can talk to me later. It's a fabulous idea. Don't go anywhere. That's the 3rd glass this week, Reggie. I got this. Bathroom. Now, you are a literal angel. I owe you. Out of the way, freshman. Reggie's lucky I'm not gonna make him sweep up the glass. Sollte der aber machen. Mercury must be in retrograde. Come here, my sharp little friends. Moonlighting, huh? Hey, photography's a tough industry. Oh, my bladder thanks you. Tell your bladder it's my pleasure. Oh, and I saw you fix the paintings. We're gonna have to put you on payroll. Yeah? I'm pretty amazing. So hey, you were gonna say something before all that. Beer Empfehlungen. Recommend a beer for someone who hates the taste of beer. Handlebar cider. That's the max-ist thing on tap. How did you It's my job to know the regulars. I'm the all-seeing eye of Lakeport, Vermont. You're starting to sound like one of those Abraxas guys. That dork-ass rich kid secret society? Bite your tongue. Misery cult. So, you're a misery cult fan? For sure. So cool that you know them. Well. Oh, yeah, 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 die sind super. Yeah, they're great. The guitar solos, the vocals. So, you've never heard of them. Fuck. Busted. Don't hate me, please. Buy a nickel for every time I pretended to know what the Smiths sound like. So, educate me. I want to know. Misery Cult were the first band out of Lakeport to make it big. They kind of founded the Lakeport music scene. What does make it big mean in this context? I mean, they got college radio airplay as far away as New Hampshire. So yeah, pretty big. Those photos on the wall over there, is that your family? Yep, all 6 of us, my poor mother. I love those goobers. Plus, I'm the oldest, so they have to do what I say. Mm. Okay, jetzt kommen die Anmachsprüche. What the deal is with the pickup lines. My buddy Henry and I were co-headlining a comedy night. Holy shit, you do comedy? And this is the first I'm hearing about it? Sorry, sorry. Listening quietly, please proceed. So the whole drive up, he's telling me the grossest pickup lines he can think of, trying to get me to squirm. Dumb bro shit. Anyway, it turned into a competition, which I won. Nobody knows grosser pickup lines than a small town lesbian. And the competition turned into the chalkboard? So, give it a shot. What's the best pickup line you've got? Ooh.
Ich kenne eine gute Art, Kalorien zu verbrennen. Cute girl using a trashy frappro line, but it's not gonna get you on the board. Oh, schade. Wir sollten rumhängen. So, I was thinking that we should totally do something in Linkport sometime. You could show off the local music scene. Oh, hell yeah. There's this band, Revenge Horse, that I've been meaning to check out. Based on that name alone, I'm 100% in. Plus, pretending to be in a Revenge Horse is way cooler than pretending to be in a Misery Cult. Ha ha. So, I like to make sure that boundaries get set early. So, zero pressure, either way, but... Is this a date thing, or is this a friend thing? Ein Date. Das ist eine wichtige Entscheidung. Möchtest du diese Entscheidung beibehalten und fortfahren? Ja. I was kinda definitely thinking a date thing. Warum hat das Konsequenzen? It's a date then. Look at you, Max, doing normal people shit like some kind of healthy, productive member of society. How do you feel? I have no idea. The last 10 minutes are total blur. But Amanda's really cool. Moses! Hey! Oh, how was the shoot? We almost died. We didn't almost die. Yeah, cause I saved us. I deserve a medal. So, what are we doing? The night's young. We should hang out. Just the three of us? There's a meteor shower tonight. I'm conducting research, but it could be fun with other people. You should come. Both of you. That's perfect. All we need is... Hold on. She's a mile a minute tonight. She gets this way when she's in a good mood. Courtesy of Madame President, Mommy Dearest. At least until she remembers that I have her credit card. Shall we? Cliff Notes version of what we're actually here to see. A bunch of little pieces of a shattered asteroid. From 11 million miles away. This is what I get for introducing you to. Wow. So should we be worried about this crazy asteroid hitting Earth? Not in our lifetime. And it'll probably disintegrate before it reaches the surface. All right, Max. You have 24 hours before the world ends. What would you do? Das, was ich ohnehin getan hätte, ich mache Fotos. Oh, I'm documenting that shit. Can you imagine how cool an apocalypse photo set would be? Oh my god, this again? Nobody would see it. I'm telling you, art requires an audience. Otherwise, it's just... Okay, jeez. Agree to disagree? Awful quiet over there, Murph. Don't want to weigh in? Oh, I wasn't listening. But, hey, looks like the equipment's working. Eek! Why am I not at home wrapped up in a blanket burrito right now? Angst, was zu verpassen, weil du eine gute Freundin bist. Because, despite your attempts to convince us otherwise, you're a really sweet person. And you wanted to spend time with us. Aww. No. Oh,
that was better than passing the ball around. This is the best you could do? I don't work in this building. Don't blame me for the astronomy department's bad taste. Mine says I'm the world's horniest grandma. Nerdig und versaut. Und zur Letzte. Eigentlich Wodka. Ich nehme die Toilette. You know me. I love my party humor. I have some good news. It's big, but I can't tell you what it is. You can't tell us you have good news and then... I don't want to say anything else until everything is finalized. Mysterious. Well, whatever we're celebrating, I think it calls for a selfie. Oh, let me. I just got this camera and I want to get some good use out of it. What should we say? Damn, I think I have hypothermia. Moses has hypothermia. I'm gonna, you know, do my thing. Good news, huh? You two and your secrets. How you ever hold a conversation with each other is beyond me. Okay, wir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn jetzt hier los? Sieht das rechts, was da los ist? Eine ganze Menge. Aber arbeiten wir mal alles bitte ab. Dieses Gefühl, wenn deine Freunde begeistert zustimmen, sich mit dir die Sterne anzusehen, auf einem Dach, mitten im Winter im Vermont. Moment mal, Moses. Max und ich haben nichts von Begeistern gesagt. Wie kalt genau soll es heute werden? Ich würde mich liebend gerne dazu gesehen, aber jedes Jahr, wenn die Geminderten vorbeiziehen, scheine ich in der Turtle festzustecken. Oh, ich bin froh, dass du Freunde hast, die auf dich aufpassen. Du weißt ja, wie sehr ich mich um meinen Jungen sorge. Frag den Mantel, die ich dir geschickt habe. Warte, die Geminderten sind nicht heute Abend, oder? Ich habe meiner Freundin versprochen, dass wir sie uns angucken. Aha, sei fein, Plan B. Es ist erfreulich zu sehen, wie weit meine Studenten kommen können. Glückwunsch, Kennedy. Ich bin so stolz auf dich. Glückwunsch, Kennedy. Und auch an Sie, Professor Colmenero. Wir können uns glücklich schätzen, dass Sie hier an Kellyanne unterrichten. Es ist eine Ehre, besonders in momentanen wie diesen. Momenten wie diesen. Glückwunsch, Kennedy. Es ist eine wunderschöne Geschichte. Das ist es wirklich. Sie ist seit dem ersten Entwurf, an dem sie im Kurs gearbeitet hat, weit gekommen. Ich bin sicher, ein Großteil ihres Erfolges beruht auf ihrem Einfluss. Ich kann nicht den ganzen Ruhm einheimsen. Sie hat ein einzigartiges Talent und hat den Erfolg verdient. Hab mir fast in die Hose gemacht und hab das Mädchen trotzdem bekommen. Freut mich auf mein Date und Revenge Horse. Oh, wer ist das Mädchen? Und weiß sie, dass du dir fast in die Hose gemacht hast? Jetzt auf jeden Fall. Ich würde der Welt nicht erzählen, dass ich mir fast in die Hose gepinkert habe, aber das ist nur meine Meinung. Mein Vieh gibt auch wieder was ab. Was ist denn hier Neues? Der Tim. Anscheinend haben mindestens 4 Leute Einbrüche gemeldet. Was geht hier vor sich? Diese Stadt geht den Bach runter. Das ist die Gentrifizierung. Das ist die Nachbarschaft. Da ist die Nachbarschaft dahin. Okay, dann können wir jetzt weiterlesen. Wir haben ein bisschen Story gemacht. Jetzt können wir nachlesen. So. Ich will ja nicht drängen oder so, aber Halloween ist in 3 Tagen. Ziehen wir das mit dem Kostüm durch oder nicht? Mir ist egal, ob ihr Finns Kostümwettbewerb gewinnen, aber mir ist nicht egal, ob unser Kostüm seins in den Schatten stellt.
Ja, sorry, ich muss mir nur noch eine Sache kaufen und dann haben wir alles. Na, dein Tempo, das ist mir sehr wichtig. Und das solltest du auch sein. Du und ich haben sehr unterschiedliche Auffassungen davon, wie wichtig Halloween ist. Und das sage ich als Fan von Horror und Blut. Hup, hup, Max, dein Streitwagen ist hier. Ich brauche nur eine 6. Das waren jetzt 5 Minuten. Das zählt kaum als ein Sex. Komme. Ah, schön. Ich glaub's, wenn ich sehe. Okay, ich glaube, ich habe mich fast von Halloween erholt. Wie hältst du dich? Ich würde sagen, dass ich jetzt weiß, wie sich Untote fühlen, aber ich glaube, selbst die sind besser dran als ich. Gleichfalls, Kollege. Wie steht's damit, wenn dich das Tageslicht nicht in Staub verwandelt? Triff mich in der Törte für das fettigste Frühstück der Welt und die größten Bloody Marys, die Amanda mixen kann? Ich pelle mich aus dem Bett und sage dir dann Bescheid. Gute Idee, sagen wir stattdessen Brunch. Scheiß drauf, Mittagessen. Das kann auch fettig sein. Das ist die beste Idee, die je jemand hatte. Ich weiß, es ist ein Schultag, aber hast du Zeit, dich für Drinks mit deiner liebsten Dichterin zu treffen? Vielleicht muss nur noch ein paar Noten eintragen, was ich bis auf die letzte Sekunde rausgeschoben habe. Ich habe Manuskriptenentwurf, feine, diesmal wirklich Version 4 vor 12 Minuten fertiggestellt und von dem ganzen Adrenalin wird mir noch schlecht. Glückwunsch, Safi. Etwas zu tun fühlt sich nie besser an, als es erledigt zu haben. Danke, Max. Ich habe jetzt wirklich vielleicht eine Sehnscheinentzündung, aber ich kann meine Ellenbogen noch bewegen, wie man es heute so sagt. Die ersten zwei Runde gehen auf mich. Kann ich Moses einladen? Im Text als nächstes. Zwei Dumme und sofort. Sorry, über den Nachrichten kurz verschollen. Ich denke über meinen finalen Entwurf nach und ob ich noch einen finaleren Entwurf brauche. Ich kann mich deswegen kaum auf die Arbeit meiner Studenten konzentrieren. Du bist eine großartige Schriftstellerin, Safi. Geh nicht zu hart mit dir selbst ins Gericht. Leichter gesagt als getan. Lass ihn für ein paar Tage in Ruhe. Weißt du, dass die längsten ein paar Tage meines Lebens sein werden? Ich weiß, denk an die Geschichten, die du auf deiner glorreichen Buchtournee erzählen kannst, wenn es erstmal veröffentlicht ist. Scheiße, ich hasse es, wenn du recht hast. Hey, ich will kein Stalker sein, aber warst du vor 30 Minuten in der Turte? War ich. Bin immer noch. Oh, ich dachte, du fährst für Thanksgiving nach Hause. Oh, ja, keine unvernünftige Annahme. Ich möchte bloß nicht von meinen Eltern ausgequetscht werden, wenn sie mit Ente-Kindern rechnen können. Und warum sie bis jetzt noch keine haben. Oh Gott. Ja, arme Max. Oh, graus. Es ist viel leichter, sie von mehreren tausend Kilometern entfernt zu enttäuschen. Meinst du, ich täusche mal die ganze Zeit von Angesicht zu Angesicht? In einer meiner besten Eigenschaften, eine von vielen. Und das ist die Überführung hierzu. Wenn du diese Enttäuschung in Hochauflösung erleben willst, komm für Thanksgiving zu uns. Ich weiß, Mama hätte dich gerne dabei und ich auch. Das ist wirklich lieb, Safi. Ich tue es nur, damit sie jemand anderem wegen nicht existenter Enkelkinder nerven kann. Vielleicht nenne ich dabei neue Ablenkungsmanöver, die ich auf meine Eltern anwenden kann. Das ist die richtige Einstellung. Hey, kann ich dich kurz wegen was nerven? Mein Buch ist fertig, ich habe nichts außer Freizeit. Außer meiner Kurse natürlich. Cool. Ich wollte schon seit einiger Zeit Fotos an verlassenen Orten für eine neue Reihe, die ich plane, schießen. Oder zumindest, um wieder warm zu werden. Ich habe wegen Unterrichten kaum fotografiert. Woran hast du gedacht? Das ist es ja, ich hatte gehofft, dass du Vorschläge hast. Ich bin so froh, dass du gefragt hast. Treffen wir uns später in der Turtle? Ich bringe eine ganze Liste mit. Ja, klar, danke, Safi. Wann treffen wir uns fürs Fotoshooting? Wie klingt 13:30? So, 13:30. Sorry. 13:30 passt. Muss ich was mitbringen? Nur deine gewinnende Persönlichkeit und vielleicht Adleraugen. Aber die schlechtesten Witze kannst du zu Hause lassen. Okay, ich hätte ihren Witz nehmen sollen. Keine Chance. Die schlechten Witze sind jetzt ein Teil von mir. Der Professor meinte, das Experiment kann nicht rückgängig gemacht werden. Safi, bitte. Okay, aber nur dieses eine Mal. Und nur weil ich dich mag. Oh Gott, das ist ja noch mehr. Aber danach haben wir es geschafft. Hey Max, sorry, dass es so kurzfristig ist, aber ich bin unentschieden, was Vince Halloween Party angeht. Und Moses, ist alles okay?
Naja, Seifer und ich waren letztes Jahr da und es war klasse, aber ich habe es mit dem Feiern etwas übertrieben. Sag mir einfach, ich war Tetsuo und Vins Wohnung war Neo Tokyo. Das ist ein Bezug auf ein Anime, oder? Max Coffee, du machst mich fertig. Selbst Safi hat Akira gesehen. Phoenix, hast du Akira gesehen? Ich hätte es googeln und so tun können, als wüsste ich's. Ganz ehrlich, ich wünschte, das hättest du. Wenn du deine Meinung zur Party änderst, sag Bescheid. Und wenn es weiter ein Nein ist, kann ich dir etwas mitbringen aus Neo Osaka? Max, bitte, die Wunde ist noch frisch. Ja, Max, Safi hat mir vorhin getextet und meint, ihr seid immer noch verkatert vom Halloween. Ja, meine Decke hat mir vor einer Stunde endlich aufgehört, sich zu drehen. Was für ein Morgen. Max, es ist fast 13 Uhr. Moses, bitte beschäme mich nicht für meinen Trinken. Klar, sorry. Ich wollte nur wissen, ob ihr eine Mitfahrgelegenheit zur Snapping-Turte braucht. Ich hatte noch keinen Mittag und dachte, ihr könntet Gesellschaft gebrauchen. Oh mein Gott, du bist ein Heiliger. Was passt, dass es Allheiligen ist? Das war gestern. Die Woche von Allerheiligen dann halt. Ich sehe dich bald. Es ist der zweite Freitag des Monats, Max. Yep, das ist es. Moses, habe ich was gegessen? Mana Massive. Schon wieder. Oh scheiße, das ist heute. Das ist es. Jeden Monat. Wenn du nicht spielen willst, ist das okay. Ich verstehe es. Aber ich will, dass du es mir persönlich und ins Gesicht sagst, dass du nicht spielen willst. Du weißt, über solche Willenskraft verfüge ich nicht. Ich habe gerade genug, um morgens Kaffee zu machen. In Ordnung. Dann sind es wieder nur ich und Diamond. Diamond spielt gerne, weil es Spaß macht. Du nicht überrascht, wenn ich nächsten Monat wieder anspreche, ne? Auch durch Schuldgefühle bringst du mich nicht zum Spielen. Wenn es Sammelkarten spielst, Moses. Das sagst du jetzt, aber spüre jetzt schon die Unklarheit in deinen Nachrichten. Ich sag ja, meine Willenskraft ist nicht mehr das, was sie mal war. Kommst du noch zum Filmeabend oder nicht? Entschuldige, Moses. Ich hinke mit den Benoten hinterher. Aha, verstehe schon. Ey, was soll das denn heißen? Es soll heißen, dass dieses das zweite Mal ist, dass etwas dazwischen kommt, wenn Safi den Film auswählt. Was? Das ist Zufall. Tatsächlich ist es genau das, was Zufall bedeutet. Hör mal, wenn ich die Dummheit von Brain Bucket 2 erleiden muss, dann tue ich es nicht ohne Unterstützung. Nö, war nicht beabsichtigt. Ich schau mal kurz. Wann das abgeschmiert ist. Ich hoffe nicht allzu weit. Ihre Übertragung. War noch spannend, ist das genug? Hier irgendwie ist der erste Stream back. Höchstwahrscheinlich bestimmt wegen Musik. Dann höchstwahrscheinlich wegen Musik, dass es nicht gelistet ist. Na gut, im YouTube seht ihr eh alles, von daher. Alles halb so schlimm, wenn jetzt irgendwas fehlt. Moment mal, Brain Bucket 2 war meine Wahl. Nun, mein Argument geht trotzdem. Ich glaube immer noch nicht, dass dir Brain Bucket 2 nicht gefallen hat. Beim Film aber geht es nicht darum, Spaß zu haben, Max. Es geht darum, Spaß zu haben und deine Freunde dabei leiden zu lassen. Ist das ein Zitat von Orson Welles?
Jo, bleibst du über die Feiertage auf dem Campus? Ja, brauchst du jemanden, der für dein Labor aufpasst? Ist besser, wenn du das nicht tust. Unsere Geräte sind zerbrechlich. Hey, ich bin Fotografin. Ich arbeite mit mehr zerbrechlichen Geräten als die meisten anderen Berufe. Also, ich wollte nur sicher gehen, dass es dir so fernab von zu Hause gut geht und so. Ich komme klar, ich bin schon so oft allein gewesen. Und Safi ist ja hier. Das ist sie, sie kann echt lieb sein. Ich denke, ihr seid gut füreinander. Ich denke, das trifft auf uns alle drei zu. Hast du Zeit für einen Happen in der Shopping Turtle? Ich muss mich aufregen. Für dich immer. Ich kann mich nicht erinnern, wann du dich das letzte Mal aufgeregt hast. Nun, Safi antwortet nicht. Ah ja, Plan C für Corfit. Ich bin gerne die zweite Wahl. Willst du rumhängen oder nicht? Ja, ich verarsch dich nur. Warum geht es bei deinem Aufregen? Das neue Teleskop, das ich bestellt habe, mit Geld der Uni, ist im Lieferrückstand. Verdammt, das ist scheiße. Das ist es. Es war nicht im Lieferrückstand, als ich es bestellt habe. Ich wollte es für meine Studenten für die Klausuren aufbauen. Oh ja, ich verstehe, warum dir das unter die Haut geht. Danke, Max. Ich sehe dich gleich in der Turtle. An unserem Tisch. Hey, sag Bescheid, wenn dein supergeheimes Fotoshooting vorbei ist, dann kann ich mich mit dir und Safi treffen. Moses, wenn es supergeheim ist, kannst du es nicht in einer SMS erwähnen. Max, es sind Fotos. Ich nehme an von Safi. Wir brechen hier nicht kurz in Bletchy Park. Das weiß ich nicht. Es könnte Bletchy Park sein. Klar. Selber Tisch wie immer. Selber Tisch. Ich melde mich, wenn wir fertig sind. Ich bringe meinen Dekorder. Das letzte, was ich sah, war trotzdem, wo du im Menü warst. Wie hier zu sehen. Also sollte nicht viel fehlen. Okay, das ist gut. Ist halt eben blöd. Ich weiß nicht, woran es lag. Jetzt Internet oder allgemein das Programm. Ich weiß es halt nicht. Aber dass ich gerade die App anstand, auch gerade eben Fehler melde. Kann ja auch sein, dass Twitch aktuell eine Störung hast. Wenn du eine Fehlermeldung bekommen hast und mein Internet weg war, vielleicht liegt es an dem Server von Twitch. Weil sonst solltest du ja eigentlich keine Fehlermeldung bekommen, sondern einfach eine Meldung, der Stream ist offline. Naja. Ich sehe es im VOD, man. Wenn nur auf einmal deine Nachricht aufgeploppt ist und ich trotzdem läuft, ist es egal, dann habe ich halt eben zwei VODs. Ist ja nicht schlimm. Hm. Vielleicht wechsle ich mal den Encoder im nächsten Stream, vielleicht hängt es auch damit zusammen, ich weiß es nicht so. Okay. Es tut mir so leid wegen den kaputten Glasmax. Bitte lass nicht zu, dass Amanda mir mein lebenslanges Verbot für die Snapping Turtle verpasst. Das sind viele Emojis. Das war's dann mit deiner guten Note? Ein Emoji reicht völlig, Reggie. Okay, aber ich wollte zeigen, wie leid es mir tut. Das werde ich berücksichtigen, wenn ich ein gutes Wort für dich bei Amanda einlege. Du bist die Beste, Max. Ich weiß. Und jetzt haben wir wirklich auch alle Nachrichten durch. Halleluja. Kaputtes Glas ist keine Speise. Wer das ist, der hat eine Meise. Boah, Phoenix, der war so schlecht wie die schlechten Abmachsprüche in diesem Spiel. Okay, jetzt erstmal wieder umsehen. Oh no, Mr. Iceman. What's to become of your head? Guess being an astronomy guy has its perks. Namely roof access. Es kam Victorious und da wurde von kaputtes Glas. Flashbacks. Kaputtes Glas. Ich weiß, Robbie hat ein ganzes Lied von kaputtes Glas gesungen. Must be curious about Sophie's good news too. I bet he knows only the highest quality drinking vessels for the astronomy department, I guess. Ich habe immer noch die Angewohnheit, die Gespräche zu beenden. Dang, Sophie snagged the good stuff from the snapping turtle.
Sophie's second favorite oral fixation. Saure Katzen. Sophie's second favorite oral fixation. Gumbo, Sauerkatz, Weingummi. Der Geschmack ändert sich. Gib ihnen einen Moment, dann sind sie süß. 100 Flaschen Milch an der Wand, 100 Flaschen voll Milch. Dann gehst du hin. Flasche ans Kinn, schuppi schupp, dann ist nichts mehr drin. Oh Gott. Hilfe, Phoenix ärgert mich. What exactly is a comet chaser? Amateur astronomer or fancy cocktail? You decide. Everett of Observatorium. Dieses Observatorium wurde durch die großzügige Unterstützung von Samuel Everett und die Inspiration und Vision der Kometenjäger von Caledon möglich gemacht. Nicht durch die Schuld der Sterne, lieber Brutus, durch eigene Schuld nur. Okay. Oui. Me and Chloe used to daydream about the adventures we'd have under skies like this. I love that you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. After everything that happened in Arcadia Bay, I'm lucky I found this place. I haven't been as happy in years. Oh, die ganzen Flashbacks. Ich glaube, ich bin schon wieder. So, bin ich jetzt wieder live? Ich habe jetzt auf OBS umgewechselt. Und wenn es dann abschmiert, dann weiß ich, es liegt an Twitch und nicht an mir. Ich werde viel Spaß mit dem Schneiden haben. So viel steht schon mal fest. Bin ich live? Bitte schreib ja. Bitte schreib ja. Danke. Als du das geschrieben hast, ob es wieder spinnt, dann stand, ich sei eigentlich noch live. Und als ich die App verlassen habe, stand ich gar nicht mehr live. Also, vielleicht liegt es einfach nur am Programm. Jetzt spiele ich mit OBS. Aber lustigerweise leckt jetzt die Preview jetzt auch nicht mehr. Vielleicht liegt es auch wirklich am Code. Ich weiß es nicht. Ich werde es noch rausfinden. I wonder if Moses knows how to get Sophie to talk. Schnappschuss. Moses always looks so passionate about his work, even when he's just crunching numbers. Entspannt anlehnen. Hey Moses, casually lean on the telescope. I might knock it over. Pretend. Na, neues Foto bitte. Das war jetzt nicht so schön. So. So, das ist doch schön. Moses Murphy, Mann der Wissenschaft. Hey, Moses. Doesn't some small part of you want to know what Sophie's good news is? I think I have an idea. But once we go down this road, we can't turn back. Okay. Give this to Sophie, if you can. You'll probably have to trick her into taking it or plant it on her. Like a prank? No. This has rules. So it's more of a game. Whoever holds the bottle cap has to do whatever you say. Well, within reason. Moses, I have literally never wanted to play a game more in my entire life. You say that now, but Sophie has a very loose definition of within reason.
She'll come for you next. Okay. Wish me luck. Don't do anything I wouldn't do. Oh, you mean like talking to someone who has an obvious crush on me? First of all, how dare you? Second of all, yes, exactly. Ein Versteck für den Krokorb finden. Ja, das können wir hin. Kurz was weg. So. Mach noch kurz hier. Bild bisschen größer. So. Saure Bonbons. Ach, das haben wir ja schon.